jüdisches Leben ist da und das gehört nicht nur zu unserer Vergangenheit, das gehört zu unserer gemeinsamen Zukunft. Man kann in Deutschland geboren werden, hier aufwachsen und sterben, ohne irgendwie Kontakt zu jüdischem Leben zu haben. In welcher Situation sage ich denn jetzt, dass ich jüdisch bin? Weil es fühlt sich irgendwie jedes Mal an wie ein Outing. Ich bin wirklich eine der Personen, die zu 100% sagen kann, ich fühle mich wirklich tiptop wohl als Jude in Deutschland. Wir haben es satt, reduziert zu werden auf Antisemitismus, Holocaust, Nahostkonflikt. Was ist, wenn man jetzt aus der Sowjetunion kommt und die Großeltern aber zum Beispiel gar nicht im KZ waren? Das erzählt man dann nicht, weil das erwarten die Leute nicht, das wollen die Leute auch gar nicht hören. Wir fühlen uns mittlerweile selbst schon als Opfer, weil wir in dieser Opferrolle gepresst werden. Ich kann nicht mein ganzes Leben darauf verwenden, nur dafür zu kämpfen und irgendwas zu machen, die ganze Zeit darüber nachzudenken, ob ich wirklich die Berechtigung habe, hier zu leben und akzeptiert zu sein. Ich kann diesen Leuten keinen Vorwurf machen. Was weiß ich über den Buddhismus? Ich habe keinen blassen Schimmer. Woher sollen die was über das Judentum wissen? Das Judentum ist in Deutschland nichts Fremdes. Das ist nichts Fremdes. Jung und jüdisch in Baden-Württemberg. Schau dir den Film an. Tu es jetzt, schnell. Ich schwör, Digga, es ist ein sehr guter Film.